Sie haben es in der Hähnchenfabrik versucht? Ich habe immer noch Albträume wegen der Innereien. Als Kosmetikerin? Heißes Wachs ist nicht so mein Ding. So langsam fällt mir nichts mehr für Sie ein, Luisa. Bitte, ich werde alles tun. Oh, das ist neu. Pflege und Gesellschaft für Mann mit Behinderung. Haben Sie Erfahrung in der Pflege? Ich habe das noch nie gemacht, aber ich kann es sicher lernen. Dann gehen wir mal zu Will. Will, das ist Luisa Clark. Nathan erklärt Ihnen Wills Tagesabläufe und medizinische Geräte. Tu nicht so, als wäre ich nicht da, Mutter. Mein Gehirn ist nicht gelähmt. Noch nicht. Guten Morgen. Oh, er hasst mich. Jedes Mal, wenn ich was sage, sieht er mich an, als wäre ich bescheuert. Fairerweise muss man sagen, du bist ziemlich bescheuert. Ja, aber das weiß er doch noch nicht. Interessante Schuhauswahl. Was meinen Sie damit? Die können nicht von hier sein. Wieso nicht? Dies ist so ein Ort, wo Leute hinkommen, die keine Lust mehr auf das wahre Leben haben. Ich bin hier glücklich. Das sollten Sie aber nicht sein. Sie leben nur einmal. Und Sie haben die Pflicht, das in vollen Zügen zu genießen. Nein, bleiben Sie. Erzählen Sie mir was Schönes. Als ich klein war, hatte ich ein Lieblingskleidungsstück. Das war meine Hummelstrumpfhose. Hummelstrumpfhose? Schwarz und gelb gestreift. Oh, herrje. Hatten Sie nie was, das Sie so richtig geliebt haben? Doch. Loving can hurt. Sie haben doch nicht meine Augenbrauen abrasiert. Nur die eine. Darf ich sie ausführen? Du hast also echt ein Date mit Will Trainer. Zu viel Möpse. Oh, das rote Kleid raus. Ich will noch nicht rein. Ich will einfach ein Mann sein, der mit einem Mädchen im roten Kleid im Konzert war. Noch ein paar Minuten. Loving can heal. Ich habe meinen Eltern 6 Monate versprochen und genau das habe ich ihnen gegeben. Aber das war, bevor ich da war. Ich will, dass er lebt, aber nur, wenn er leben will. Das können wir nicht einfach zulassen. Menschen kann man nicht ändern. Was kann man dann tun? Sie leben. Ich möchte nicht, dass du all das verpasst, was ein anderer dir geben könnte. Aber ich kann dich glücklich machen. Du hast aus mir einen vollkommen neuen Menschen gemacht. Weißt du was, Clark? Du bist so ziemlich der einzige Grund, weshalb ich morgens aus dem Bett will. Wait for me to come home. Khaleesi ohne Drachen, Finnick ohne Katniss und das alles hier in einem Trailer, der ein bisschen an ziemlich beste Freunde erinnert, aber er ist wirklich schön und er ist rührend und ja, schon da kann der ein oder andere spätestens, wenn der Song von Ed Sheeran einsetzt, die Träne verdrücken. Aber wie dem auch sei, das war der Trailer zu Ein ganzes halbes Jahr, die Buchverfilmung, die Warner Bros. Voraussichtlich ab dem 23. Juni 2016 in die deutschen Kinos bringt. Und ich find's cool, hier Emilia Clarke zu sehen, kennen ihr alle aus Game of Thrones, genauso wie Sam Claflin, kennt viele als Finnick aus dem Palin-Film, kennt sich aber auch schon in diesem romantischen Dramabereich aus Love, Rosie einigermaßen aus und beide hier zusammen als Hauptdarsteller vor der Kamera in Ein ganzes halbes Jahr. Der Film, der die Geschichte erzählt von Luisa, ein Mädchen, das in einem Café arbeitet in einer kleinen Stadt, aber als sie ihren Job verliert, ist sie eben auf Jobsuche und die Frage ist, was kann sie so wirklichen, als sie als Pflegerin anheuert bei einem jungen Mann namens Will, der einst total erfolgreich war, mitten im Leben stand, aber nach einem Unfall an den Rollstuhl gefesselt ist, ist dieser depressiv, launisch, er weiß nicht mehr, ob er wirklich leben will, aber zwischen beiden steht eine ganz besondere Magie, während sie einfach nur ihre Hummelstrumpfhose mag. Und es ist süß in diesem Trailer, als sie ganz kurz eine Hummelstrumpfhose rauszieht und man denkt, ach wie süß, wie sie sich da freut und Emilia Clarke hier mal völlig anders zu sehen, ist klar, dass der eine, der ziemlich fertig ist mit dem Leben, vielleicht doch wieder Freude entdeckt und die andere, die vielleicht ein bisschen zu naiv daherkommt, feststellt, dass alles irgendwann enden kann, weil bei dem Trailer hören wir ja schon raus, dass sie anscheinend Will überlegt, irgendwann Schluss zu machen, aber vielleicht kann er noch erkennen, dass das Ganze vielleicht ein bisschen mehr ist. Es ist ja ein romantisches Drama und ich finde es schön, dass bei diesem Trailer nicht so sehr auf die Tränendrüse gedrückt wird, sondern es einfach schön wirkt und tief wirkt. Und ja, es wirkt auch kitschig, aber noch so sehr, dass es mich kriegt. Und ich mag auch diesen gesamten bunten Look, die Klamotten, der Style. Alles ist so ein bisschen auffrischend und lebensbejahend. Und da bin ich gespannt, was Ein ganzes halbes Jahr dann ab dem 23. Juni kann. Der Trailer kriegt mich musikalisch, schauspielerisch vom Look her. Und Leute, wirklich, wer das Buch gelesen hat, haltet euch bitte mit Spoilern in den Kommentaren zurück. Es ist nicht schön zu lesen, was man nachher vielleicht erst im Kino erleben will. Und damit bin ich durch mit meinem freudigen Trailer. Check zu diesem Film. Was sagt ihr zum Trailer? Versteht ihr, warum er es mir antut, auch wenn ich ein Mann bin und das vielleicht erstmal Frauen-Content in erster Linie? Wir können auch weinen. Dann lasst es mich in den Kommentaren wissen und lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diesen Trailer-Check mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.